Jo Freunde, willkommen. Montag ist neue Woche hat angefangen. Und ja, wir werden so ganzes Montagszeug machen, was eh nicht viel ist. Ich habe die monatliche LD-School habe ich irgendwie auch schon aufgemacht. War auch nichts Besonderes. Mal wieder, eh klar. Ich hoffe, dass wir beim World Boss irgendwie 5 LD-Pieces kriegen. Dann kann ich, glaube ich, irgendwie noch eine aufmachen. Ja, ansonsten, Siege-Turnier fängt ja heute an. Und ja, man hat noch gar nicht drüber geredet, weil halt, ja, hat sich nicht gelohnt, irgendwie was zu machen. Irgendwie so Gilbert-mäßig war absolut, ja, uncool halt irgendwie die letzten paar Tage. Ein bisschen kann ich ja schon spoilern, also, wir sind in der Gruppe mit Malicious drinnen. Ja. Was soll ich sagen? Dreimal hintereinander irgendwie Swag. Und jetzt halt Malicious halt, ne? Also, erst war irgendwie Swag die beste Gilde, die halt zweimal gewonnen hat, ja. Ist eh egal hier. Dafür sind die. Jawohl! Jawohl! Nice, cool. So, was ziehen wir denn hier? Ich glaube, ich bin jetzt schon bei, weiß ich nicht, 20, 25 Scrolls ohne Lightning hier. Übelst nervig. So, wir haben eine Legendary. Crit Damage Schweierrune, die absolut kacke ist. Und die jetzt noch schlechter sogar ist. Wundert mich, dass das überhaupt noch geht. Okay. Kannst du wenigstens jetzt irgendwie so 29. Wahnsinn. Deswegen kaufe ich keine Real Packs hier. Na schön. Naja, genau. Hier, Labyrinth ist auch schon fertig. Was ziehen wir diesmal für den Müll? Oh, das habe ich schon wieder nicht. Kein Platz hier, ne? Was ziehen wir? Was ziehen wir? Was ziehen wir? Crap, 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 crap. Was ist das, ey? Abgesehen von der schlechtesten Box ever, ey. Holy shit, was? What? Naja, das ist ja halbwegs. Wahnsinn, es lohnt ja auch schon gar nicht mehr, ey. Sind aber irgendwie auch alle nichts Besonderes hier. Naja, aber ich sehe wurscht hier. Ups. Okay, was können wir noch machen hier? Keine Ahnung, hier irgendwie. Ja, diese komischen Kisten da, das. Sonst habe ich die eigentlich immer gemacht hier. Die da aber. Keine Ahnung, irgendwie auch keine Lust mehr. Die lohnen irgendwie auch nicht so wirklich und solange irgendwie von diesen rosa Dingern immer nur so wenig droppen, hey. Keine Ahnung, totaler Bullshit hier. Von den anderen hier fast 9000, 7000, 7000. 5000, fast 6000 Light und fast 7000 von den Dark, aber von den Rosenen droppen einfach zu wenig hin. Die schaffen es einfach nicht, das mal irgendwie zum Fixen hier. Aber gut, so, schauen wir uns das Siege-Turnier-Dingens an. Ja, wo sind wir überhaupt? Ich glaube, rechts oben sind wir. Fangen wir links oben an. Erste Runde Swag gegen Latino War. Habe ich, glaube ich, für Swag gestimmt. Calibrae Phantomar habe ich gegen, für Calibrae gestimmt. Ich glaube, dass ja, Swag und Calibrae nachher halt in der zweiten Runde und ja, logisch, Swag wird es halt in der Runde gewinnen. In der Runde links unten, Apocalypse ist unter die Top 4 gekommen. Ja, RIP würde ich sagen. Ja, also wahrscheinlich die Apocalypse, glaube ich, wird irgendwie die Runde gewinnen. Na, mal schauen, keine Ahnung. Also SW Chill gegen Phoenix 5 wird SW gewinnen. Red vs. Okitokina, glaube ich, wird Red gewinnen. Und ja, ich glaube irgendwie SW und Apocalypse werden sich irgendwie ausmachen. Wird, glaube ich, ziemlich eng werden. Also sind beide halt ziemlich gleich, ne? Ja, wir sind rechts oben, haben hier Dystopia gezogen. Keine Ahnung hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, wir haben eine ziemlich einfache Gruppe gezogen, was halt ja, die ersten zwei Runden angehen. Also ich
würde jetzt mich mal einfach so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das ziemlich easy sein wird. Allerdings wird dann mal wie immer halt in der dritten Runde Schluss sein gegen Melly. Also, ja, ich sehe nicht irgendwie, wie wir irgendeine Chance hätten gegen Melly. Also, es ist halt einfach. Na, muss man halt einfach so ehrlich sein. Ja. Das Finale wird halt, ja, zu 99% wieder sein Melly gegen Swag, ne? Es wäre halt wirklich mal schön, wenn sie irgendwie was dran ändern könnten, hey, dass man sich halt mal wirklich vernünftig anschauen kann, aber das schaffen sie scheinbar auch nicht. Dann haben wir noch die letzte Runde hier, wo Mithril sich qualifiziert hat, ne? Da ist Exile Mercs gegen Sinfully Deep, würde ich sagen, Exile Mercs gewinnt und hier Weeping Angels gegen I Crit You. Keine Ahnung, habe ich glaube ich hier Weeping Angels gewotet. Ja. Sonst. Im Dings gibt es halt ein. Hier ein Event halt, ne? Kann man halt voten. Also so habe ich gewotet hier. Swag und ja, ich habe sogar für uns gewotet. Kelly Bray und Anastasis und SW, Exile Mercs, Red und Weeping Angels. Also eigentlich fast immer nur links. Bis auf hier Anastasis und Team Murica. Ja, ich meine, keine Ahnung hier. Was cool ist hier halt hier diese Gilden-Info halt, ne? Sieht mal irgendwie so, was für Rankings man erreicht hat. Ja, wir waren in der ersten Season Platz 5, glaube ich. Und Rang 3 oder Runde 3 vom Belagerungskampfturnier. Ja, Halbfinale. Und Runde 3 halt. Also wird halt diesmal wieder irgendwie Runde 3 werden halt, ne? Und hier ist halt unser Gegner. Ja, die waren in der ersten und zweiten Season noch nicht da scheinbar. In der dritten Season Rang 8627. Und jetzt waren sie, glaube ich, Platz 17. Kann das stimmen? Rang 17. Oder? Erster Rang 15 Mal, zweiter Rang 3 Mal. Ja, was weiß ich, ja, es ist sehr wurscht hier. Aber gar nicht so übel eigentlich. Wir hatten eigentlich, finde ich, irgendwie eine übertriebenst schlechte irgendwie so Statistik, finde ich. Also 12, 8, 2 die Season. Finde ich irgendwie richtig schlecht. Also, wenn man halt anschaut, halt hier die unterste mit 16, 4 halt, ne? Aber das Ding ist einfach, wir haben halt ziemlich am Anfang oft hier Melly und Zweck gezogen und ja, wir haben halt oft irgendwie einfach nur auf Platz 2 oder Platz 3 gespielt, dass wir halt hier im Siege-Turnier nicht unter den Top 4 sind. Das ist irgendwie auch dumm, aber ja. Was soll's? Na gut. Tja, ich glaube, das war's eigentlich schon so. Scrolls habe ich irgendwie keine. Es gibt hier Dings, in dem Kackjob gibt es hier um 300 Crystal 7 von den Scrolls, aber ich kauf's nicht. Der ist. Keine Ahnung, lohnt eh nicht. Hey. Nicht vergessen! Heute oder morgen irgendwie so ist halt noch letzter Tag, ne, fürs Giveaway. Aber ich glaube, haben eh schon alle gecheckt und so. Ja, dann haben wir hier noch Gilvor gegen Serotonina, den machen wir halt fix, ne? Die hat man letztens im. Na scheiße. Ja, lass den Mirror, ne? Wobei, na, das kann ich wahrscheinlich wieder nicht, weil meine Clara die Rune nicht hat. Werden die Runen gerade Wusser? Jo, Wusser. Ich habe meinen Tessarion Devilmoss gegeben, hä? Ja. Wird wahrscheinlich eh schon Zeit, ne? Das Ding ist halt, ich habe es eigentlich nur gemacht, weil mein Tessarion auch in der Defense halt steht, im Siege halt, ne? Zusammen mit Savannah natürlich und Beta. Ja, er hat immer noch keine Skill-Ups. Schauen wir mal hier. Das Ding ist halt, Wasser-DDs lohnen halt irgendwie so gerade gar nicht. Einfach in wirklich Efnas und Savannas und weiß ich nicht, was da noch alles dabei ist. So, was machen wir jetzt mit dir hier? Pick mal Wusa, hm? Warum nicht? Ist immer gut, Wusa gegen den Stripper picken. So, wo ist mein eigener Sniper? Ja, lass ihn Windpanda picken, hm? Oder na, scheiß drauf. Ja, komm, wir picken mal was anderes. Ich habe den auch übelst, ich habe ihn schon übelst lange. Wenn ich ihn finde. Da. Check. Ja, das ist auch wieder behindert. Ich kann nicht zwei Wasser-Units bringen. Das ist dumm. Das ist dumm. Das heißt, ich
Ja, Pikmin scheiß Winged Panda, oder? Wo ist er überhaupt? Oder ein Skull? Oder ein Leo? Ja, das ist ein Leo-Pikmin. Ja, ich habe den halt schon vor Ewigkeiten sowieso gebaut. Also haben tue ich ihn schon ewig. Aber halt wirklich jetzt mal irgendwie geruht habe ich ihn erst vor, weiß nicht, ein paar Wochen, sage ich mal. Aber habe ich irgendwie nie getraut, ihn zu benutzen. Hä? Weiß ich nicht, ob ich das irgendwie jetzt im Siege-Turnier mache, aber so ein Full-Wasser-Team vielleicht halt irgendwie gegen so ein Sniper-Ding, also in Form von Traktor, Vigor und Lulu, war irgendwie meine Überlegung. Ja, also Vampire Destroy finde ich eigentlich irgendwie den besten Build für ihn, also Destroy auf jeden Fall. Und dann halt irgendwie auch Vampire, dann hat er irgendwie so, ja, Solo-Potenzial, würde ich halt einfach sagen, ne? Ja, die werden wir irgendwie noch maxen. Ach du Scheiße, das ist überhaupt nichts gemaxt, hä? Hey? Was werden wir. What the fuck, hey? Naja, egal, das werden wir nachher noch machen. Auf jeden Fall. Gut, so, wir kriegen Turn 1. Okay, kann man nicht deathbreaken? Nice. Okay, lass machen, hä? Hey. Okay. Okay, resisted. So, finish deinen Tessarion. Nice Procs hier. Nice Proc. Immer dann, wenn man sie nicht braucht hier. Ich bin schon gespannt hier. Ich will heute 10 Wins haben hier. Okay, noch Damage auf dich. Okay, das gewinnen wir eh schon, ha? Kill. Kill. Ich will vor allem 10 Wins gegen Melly haben hier. Als einziger oder so, aber keine Ahnung, ja. Wollen kann man ja viel, ich meine. Hauptsächlich wird es halt irgendwie davon abhängen, was die Procs sagen und so, ne? Toll, Vigo, hätte es gerade finishen können, ne? Naja. Wow, das Tessarion ist sogar noch gestorben. Ja, ich habe sonst halt für Siege prinzipiell, ich habe nichts irgendwie umgeruhmt, ich habe nichts gebaut. Weil, ja, ganz ehrlich, die zwei Gilden, die wir halt haben, sollten wir auch so. Also, so, können wir den Sniper killen? Ja, cool ist halt bei ihm. Er kann halt nicht gedeathbroken werden. Und er bekommt halt hier Attack Buff, wenn er gecrittet wird. Deswegen kommen wir jetzt vom Sniper dran und können ihn vielleicht sogar killen. Können wir nicht, aber wir konnten ihn wenigstens stunnen. So. Eigentlich sollte ich mit meinem Sniper seinen Sniper gerade killen. Ich tue es aber nicht, hä? Weil ich hoffe, dass Traktor gecrittet wird und Attack Buff bekommt. Ja, soll ich auf Clary? Naja, wir gehen nicht auf Clary. Ziemlich cool, ha? Huh? Bam. Ja, keine Ahnung, hier. Traktor. Traktor ziemlich gut, hier. Ah, Corona, hier. Allerdings weiß ich vielleicht nicht, vielleicht. Doppeltes vielleicht, hier. Ob ich mich. Vielleicht, Triple vielleicht. Okay, genug mit vielleicht. Ob ich ihn nicht. Ich würde sagen, scheiße, ja. Ob ich ihn nicht vielleicht irgendwie auf einer Speed Defense Defense Build oder so machen, statt Speed. Ich glaube, na, aber der ist eh nicht Speed, ist auf Defense, ne? Defense Crit Damage Defense, glaube ich. Ja, Defense Defense Crit Damage. Er ist halt übelst langsam, ne? Das ist halt. Ich glaube, da muss ich irgendwie vielleicht wirklich. Also Speed, Defense, Defense oder irgendwie versuchen, mehr Speed zu kriegen. Wobei andererseits. Kriegt halt übelst Attack-Bar, ne? Wenn er gecrittet wird, aber. Ja, mal schauen. Egal. Na gut, lass den Kollegen dann machen. Keine Ahnung hier. Unteres Team ist so wieder mit Sniper und Clarice Savannah. Ja, weiß ich nicht. Ich probiere meinen Traktor irgendwie weiter aus.
Ich meine, ich werde halt Traktor nicht in einem 5-Star-Tower usen, halt, ne? Das Ding ist sowieso, das sind ja die 4-Star-Tower, die irgendwie schwerer sind. Fuck you, jetzt schon Punkt. Hat jetzt mein Daphnis gestrippt, also nicht gestrippt, sondern resettet, wahrscheinlich, ne? Dann, scheiße, hier. Glancing auch noch oben hier. Okay. Können wir nicht killen? Ich sehe nie, wie viel Damage wir machen, ne, wegen dem Kack-Skin hier. Okay, was machen wir? Komm, als dritten Skill-Up sind Chongi machen. Geglanzt. Oh, ne? Okay, kannst du wenn dann noch überleben? Haha. Nochmal geglanzt und des Berges stand hier. Ja, nice. So. Okay. Boah. Okay, er ist halt schon übelst squishy. Ah, ich muss irgendwie schauen. Ich meine, ich hätte ihn irgendwie schon gerne auf einem Crit Damage Bild. Aber ich habe jetzt auch nicht die übertriebensten Vajo-Runen und so, nicht Vajo-Vampire-Runen über. Aber ja, es bringt halt nichts, wenn er halt, ja, stirbt, bevor er überhaupt dran war, ne? Also hier. Sniper hat auch überlebt. Aber jetzt nicht mehr. Okay, Proc. Nice. Okay, lass Clara killen, oder? Jetzt. Wir haben ja den Elemental Advantage, aber das, ja. Na gut. Hat doch noch gereicht hier. Na gut, und den letzten hier. Wir haben Mirren oben. Hier ist Ciara, Daphnis, Orion. Mein Orion ist auf Swift hier. Fick dich, wenn das auch ein Swift Orion ist. Hey, wer macht das noch in 2021? Und unten. Ja, wie heißt er? Fuki. Fuki. Fuki und Suiki. Warum nicht hier? Warum nicht so? Okay. Na gut, wir gehen auf seine Ciara. Defense breaken und one-shotten. Boom. Oh, meine Ciara zu langsam hier. Ja, komm, lass Orion dann bomben. Egal. Sonst hätte ich eigentlich mit Ciara halt Daphnis bomben können und halt auch one-shotten. Aber das überleben wir eh, weil wir keine Buffs oben haben. Okay, nice Death Break. Not. Oh ja, doch, ist eh oben. Hä? Ah, keine Ahnung. Okay, lass detonaten, sollten wir eh schon gewonnen haben. Nicht ganz, aber jetzt. So. Oh. Toll. Ja, er reckless mich halt direkt. So, kann man dich schon killen, ha? Huh? Na, aber. Keine Skill-Ups, kein Defense Break. Okay. So, was machen wir? Wir machen Unwanted Harmony auf den da. Warum nicht hier? Okay, stunt mich hier. Was geht denn da ab? What the fuck? He one-shotted mich, ha? Huh? Scheiße, ja, und du liebst mich. Aber wir haben eh Cleanse, glaube ich. Jupp. Können wir das noch gewinnen, ne? Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube irgendwie nicht. Weil da müssten wir eigentlich sein Druid irgendwie zuerst fokussen. Wobei wir sind auf Dings, wir sind auf Destroy, wie es scheint. Ja, toll. Na gut. Jo, ich glaube, Vampire Destroys, man. Wie heißt der? Fuki? Wer kann da keine Death Breaks landen? Oh mein Gott, der sleept mich hier. Schon wieder? Okay.
Ich sollte Harmonia cleansen, aber ich tue es nicht. So. Ja. Okay, One-Shot unser Druid jetzt, ja, ne? Oh, never mind, der geht auf Harmonia. Und er geht schon wieder auf Harmonia. Rock. Okay, jetzt. Jetzt ziehen wir dann down, oder? Ja, immer noch nicht, okay. Aber. Ja, beide Units sind extrem low gerade. Oh, nice, Proc. Ja, komm, hier kannst du mal was killen? Oh mein Gott. Jo. Okay, das wäre eigentlich vielleicht so ein Opening gerade gewesen, ja, aber das. Ja, okay, komm. Naja, was soll's. Egal, Freunde, na gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum Siege-Turnier, ne?